Da Michelle den Zug hierher immer noch nicht gefunden zu haben scheint, mache ich jetzt einfach mal weiter. Michael, wo ist er? Den habe ich doch vorhin gesehen. Da. Wir schieben ihn dann ein, wenn er das hier gefunden hat. Okay, so. Ich bin ein bisschen kleiner. Okay, ich möchte... Irgendwann kaufe ich mir so ein Headset. Ich möchte mit euch sprechen über die Renaissance des autoritären Staates. Das ist was, was wir aus dem Schulunterricht kennen. Früher die Nationalstaaten, die es gab und die, nachdem sich die Europäische Union durch die Flüchtlingskrise, sogenannte Flüchtlingskrise, als eine Schönwetterunion herauszustellen scheint, immer mehr an Boden gewinnt, weil die Mitgliedstaaten sagen, ja, wir zuerst. Wenn man dieser Tage in die Nachrichten schaut, kriegt man den Eindruck, dass 2016 genauso beschissen beginnt, wie 2015 aufgehört hat. Ich habe den Eindruck, dass Nationalismus wieder salonfähig geworden ist und dass Demokratieabbau aus Gründen der Sicherheit, welcher Sicherheit auch immer, irgendwie das Gebot der Stunde zu sein scheint. Die Freizügigkeit, Stefan hat es gerade erwähnt, Schengen-Abkommen ist vielerorts ausgesetzt. Ich war jetzt über die Feiertage bei meinen Eltern, bin öfter in Frankreich rüben gewesen, da sieht man es noch nicht. Aber auch da die Grenzhäuschen, die Zollhäuschen größtenteils abgebaut. Wenn dann hinter der Grenze kommt dann irgendwie mal so eine Kontrolle oder ist zumindest ausgeschildert, dass eine sein könnte. Es gibt Terrorwarnungen. Wir haben es in München an Silvester erlebt. Und mich beschleicht dabei immer wieder das starke Gefühl, dass wir hier mit gezielter Desinformation gefüttert werden. Ich habe keine Belege dafür, es ist einfach nur ein beschissenes Bauchgefühl. Und man zieht wieder in den Krieg, der War on Terror. Man zieht in den Krieg, man bombardiert irgendwen, die Deutschen fliegen wieder mit Aufklärungsflugzeugen und die Welt radikalisiert sich. Ein Teil dieser Radikalisierung verdanken wir sicher dem War on Terror. Und die Menschen fliehen vor Krieg und Terror. Das heißt, das Ganze ist eine nicht enden wollende Spirale der Gewalt. In Deutschland brennen täglich Asylbewerberunterkünfte. Und es gibt Aufmärsche von Hetzern, die viel zu lange und zum Teil immer noch als besorgte Bürger oder Asylkritiker bezeichnet wurden. Ist ein Dieb in dem Kontext dann ein Eigentumskritiker? Oder gehen Steuerkriminelle wie der Herr Hoeneß neuerdings als Abgabenkritiker durch? Wer solche Menschen verharmlosend als Asylkritiker oder Asylgegner bezeichnet, ebnet dieser Gewalt den Weg. Es gibt im Fernsehen beste Sendeplätze für die rechte AfD und deren inzwischen vom Hof gejagter Gründer Lucke hatten eine neue Partei gegründet und kommt sofort wieder mit den gleichen selben fremdenfeindlichen Sprüchen um die Ecke. Aber wir sollten es uns nicht zu einfach machen. Die Diagnose Lernresistenz ist sicher nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber es gehört sicher noch mehr dazu. Die AfD hielt ich übrigens schon kurz nach ihrer Gründung für den Versuch einer Ausgründung der NPD, um einem drohenden Verbotsverfahren zu entgehen. Ich habe bisher keine Anhaltspunkte, dass diese Auffassung falsch ist. Die CSU und allen voran Horst Seehofer spült in rechten Gruppierungen noch mehr Sympathien und Wähler zu. Er bedient sich quasi aus deren Fundus an Ressentiments und schreit, ja, die haben recht, na gut, dann wählen die halt direkt das Original. Warum sich dann mit weniger zufrieden geben? In 40 Jahren gibt es dann vermutlich wissenschaftliche Arbeiten über die Rolle von Horst Seehofer und der CSU beim Wiedererstarken des Faschismus in Deutschland. Und falls irgendjemand nicht verstehen kann, wie die Faschisten in den 1920er oder 1930er Jahren in Europa einen Zulauf gewannen, schaut euch das Ergebnis der Europawahl 2014 an. Schaut euch die aktuellen Umfragewerte rechter Parteien an. Gerade wenn es um Flüchtlinge geht, ist es um die Nächstenliebe der CSU nicht besonders gut bestellt. Die würden vermutlich sogar Jesus abschieben. Die CSU schafft es mit ihren ausländerfeindlichen Ressentiments, ein Klima, was so etwas gedeihen lässt. Die Asylrechtsverschärfung, die ist noch gar nicht so lange her, wurde unter anderem auf Druck der CSU durchgeführt.
Gut, dass in Deutschland noch nie jemand vor einer Diktatur fliehen musste. Ups. Diese Geschichtsvergessenheit ist zum Kotzen. Manche Leute haben hier ein beneidenswert einfaches Weltbild. Bei allem, was in ihrem Leben blöd läuft, ist irgendjemand anders schuld. Diese herrlichen, einfachen Lösungsrezepte. Sie erklären einfach das, was sie nicht kennen, zum Feindbild. Oder auch das, was einfach nur anders ist. Sie erklären den Menschen, dass eine tatsächliche oder gefühlte Überforderung nichts ist, an dem man wachsen kann, sondern etwas, was man bekämpfen muss. Sie bieten Schuldige an. Flüchtlinge, Homosexuelle, Menschen mit anderen auch Hautfarben, anderen Meinungen oder anderen Religionen. Das klingt nicht nur billig, das ist es auch. Und es ist brandgefährlich. Die bürgerliche Mitte, lässt sich überall nachlesen in den Zeitungen, driftet nach rechts. Staaten setzen wieder auf die Autorität, mit Rücksicht auf eine angebliche, natürliche Ungleichheit der Menschen. Egalitäres Denken im Sinne, dass alle Menschen gleich sind, steht dazu in einem krassen Gegensatz, also das, was wir Piraten vertreten. Man hat fast den Eindruck, als hätte die Gleichheitsidee keinen Platz mehr auf dieser Welt. Merkwürdig, ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal aufgefallen ist, ist nur, dass diejenigen, die diesen Gleichheitsgedanken ablehnen, sich quasi automatisch auf der Seite der Begünstigten sehen. Ich sehe diesen Automatismus nicht. Dazu passt dann auch diese Religionsorientiertheit. Man glaubt an ein höheres Wesen, eine höhere Autorität und leitet darauf seine eigene Auserwähltheit ab. Polen und Ungarn, die man leider hier nennen muss, berufen sich übrigens auf das Christentum, die Türkei auf den Islam. Fällt uns da in Bayern irgendjemand ein, der sich noch auf das Christentum beruft? Wer sich immer noch wundert, wie der Faschismus im 20. Jahrhundert passieren konnte, muss nur heute in den Nachrichten verfolgen. So, was hat das jetzt alles mit Überwachung zu tun? Wenn es um die Verteidigung bestehender oder die Einführung neuer Überwachungsmaßnahmen geht, gibt es außer den bereits bekannten Argumenten, warum man das jetzt unbedingt braucht, kaum Annahmen darüber, was nach der Etablierung solcher Überwachungsmaßnahmen passiert, wenn sich die politischen Verhältnisse in Deutschland ändern sollten. Ich meine damit nicht, dass es wieder eine rot-grüne Regierung geben könnte, sondern dass die Saat des Rechtspopulismus aufgeht. Wir sehen uns dann beispielsweise nach einer Bundestagswahl mit einer Regierung konfrontiert, wie man sie derzeit als abschreckendes Beispiel in Ungarn, Polen oder Türkei bewundern kann. Nationalistisch, autoritär, rechtsextrem, demokratiefeindlich und religionsorientiert. Die CSU-Chefetage steht an der Stelle ganz weit vorn, wenn es darum geht, Menschen in Not das Wasser abzugraben. Sie nennen das dann Verteidigung der christlichen Werte. Sie haben Orban eingeladen, sie haben mit viel Tamtam im vergangenen Jahr Franz Josef Strauß gehuldigt. Und sie halten sich dabei noch für gute Christenmenschen. Was sie im Übrigen nicht sehr von den Gestalten unterscheidet, die gerade in Ungarn und Polen die hart erkämpften, also wirklich hart erkämpften Demokratien wieder umbauen zu autoritären Staaten. Was hier im Moment passiert, passiert nicht in irgendeinem korrupten Regime in der dritten Welt. Es passiert vor unserer Haustür, in Europa und das auch noch in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wenn man sich die Forderungen der CSU genau ansieht, bekommt man das mulmige Gefühl, dass man von ähnlichen Entwicklungen träumt. Wir erinnern uns an 2014. Damals schickte sich die Union, also CDU und CSU, an, die Rechte des Bundesverfassungsgerichts zu beschneiden. Weil das Bundesverfassungsgericht so viele Gesetze kassiert hat, wegen Stümperhaftigkeit oder Verfassungswidrigkeit. Sind diese Entwicklungen ein Anzeichen oder der fehlende Widerstand dagegen ein Anzeichen von Wohlstandsverwahrlosung oder von Demokratiemüdigkeit? Demokratie ist anstrengend. Oder wurden die Hirne der Leute mit Angst weich gekocht? Wie kann man sich diesen Trend erklären? Warum gerade im Osten, also Osteuropa, warum gerade in Ostdeutschland? Politikwissenschaftler haben analysiert, dass es im Osten eine Tendenz zu Politikkonzepten gibt, die eine Rückkehr zu einer homogeneren Gesellschaft versprechen. Das ist sicher auch eine Folge des gelebten Neoliberalismus, die Folge des Sozialabbaus unter der Agenda 2010.
Dieser konkrete Sozialabbau ist übrigens keine Erfindung der konservativen Parteien, sondern er stammt von Rot-Grün. Millionen Arbeitslose bekommen seitdem weniger Unterstützung oder finden sich in Billigjobs wieder, die die C-Parteien, also die christlichen Parteien, als Jobwunder anpreisen. Die Perspektive, sich aus dieser Falle wieder zu befreien, ist extrem schlecht. Perspektivlosigkeit radikalisiert. Sie schafft auch Protestwähler, denn irgendjemand muss doch schuld sein. Der studierte Paketzusteller gilt seit langem als Prototyp des sozial Frustrierten. Diese tiefe Kränkung verschafft sich nun beispielsweise im Feindbild der Flüchtlinge Luft, die dann fürchten müssen oder die Leute, die die Befürchtung haben, die auch von den rechten Parteien genährt wird, dass ihnen die Flüchtlinge die Jobs wegnehmen, von der Bevorzugung von europäischen oder von deutschen Arbeitnehmern oder solchen aus der Europäischen Union, dass da lange diese Prüfung durchgeführt werden muss, dass es ewig dauert, bis ein Asylbewerber überhaupt eine Stelle annehmen kann, davon ist dann keine Rede. Die historisch begründete Asylpolitik ist eine Konsequenz aus den Grausamkeiten der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs. Das stößt aber bei Ablehnung bei denen, die Staat und Gesellschaft überfordert sehen. Ausländerfeindlichkeit wächst, diagnostizieren Gesellschaftsforscher. Von allen Facetten rechtsextremen Denkens ist das das hervorstechendste Phänomen. Und die Flüchtlingspolitik, insbesondere der Staatsregierung und außerdem einigen Gestalten in der CDU, ich lasse Merkel jetzt mal bewusst raus, schafft eine Projektionsfläche für eine neue Phobie von Ausländern. Messias lügt. Es wird ihm nachgewiesen, dass er gelogen hat, er lügt weiter. Bedient wird sie vor allem durch rassistische Bewegungen wie Pegida, die populistische AfD und die rechtsextreme NPD und auch von der CSU. Nach Jahrzehnten der demokratischen Entwicklung in Europa und dem Ende des Kalten Krieges kriechen sie jetzt wieder alle aus ihren Löchern. Die Nationalisten, die aus dem Zufall des Ortes ihrer Geburt eine Höherwertigkeit ihrer Existenz ableiten. Die Konservativen, die die Welt in Stein meißeln wollen, weil sie keine Veränderungen wollen. Und dieses Protestpotenzial dankbar annehmen, nachdem sie es jahrelang durch politische Weichenstellungen gefüttert haben. Sehen wir uns die Entwicklung in der Türkei an. Der Umbau eines demokratischen Staates zu einem autoritär-präsidialen Gebilde. Verhaftungen von regierungskritischen Journalisten, Beleidigung des Ministerpräsidenten als Straftat Meinungsfreiheit. In der Türkei, in der fast alle Medien direkt oder indirekt von staatlicher Seite kontrolliert werden, in denen der Vizepremier den Frauen das Lachen verbieten will und religiöse Regeln mit staatlicher Macht durchgedrückt werden, haben diejenigen, die so nicht leben wollen, kaum Alternativen. Sie wehren sich und werden von Erdogans Polizeistaat niedergeknüppelt, so wie bei den Gezi-Protesten. Sie flüchten sich in die innere Immigration, werden zu Dissidenten und heimlichen Gegnern des eigenen Staates. Oder sie gehen weg. Die Türkei war noch nie berühmt für ihren Umgang mit Menschenrechten. Das war lange einer der Gründe, warum man sich mit einer EU-Mitgliedschaft schwer tat. Und jetzt? Auf einmal steht es wieder zur Diskussion. Lenken wir den Blick nach Ungarn, wo sich Orbán mit seiner restlastigen Fidesz-Partei, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, umtut. Er hat Mediengesetze geändert, er hat eine umstrittene neue Verfassung ins Leben gerufen, er hat damals, seitdem er 2010 die Parlamentswahl mit einer Zweidrittelmehrheit, das muss man sich mal vorstellen, gewonnen hat, Ungarn, radikal umgebaut. Im Staats- und Verwaltungsapparat sowie im öffentlichen Dienst fand ein flächendeckender Eliten- und Personalwechsel statt. Die öffentlich-rechtlichen Medien wurden gleichgeschaltet, Lokalverwaltung und öffentlicher Dienst weitestgehend unter Regierungskontrolle gestellt. Die Unabhängigkeit der Justiz wurde beschnitten, das Verfassungsgericht, das mit regierungstreuen Richtern besetzt wurde, hat ein Wahlgesetz geschaffen, was Orbáns Partei begünstigt. Ordnungspolitisch ließ Orbán vieles einführen und umsetzen von dem, was ursprünglich die rechtsextreme Jobbik-Partei gefordert hat. Eines der strengsten europäischen Strafgesetzbücher, das Gesetzespaket zur drastischen Disziplinierung von Sozialhilfeempfängern, wozu auch sehr viele Roma gehören, und eine gelockerte Selbstjustiz,
sowie Kompetenzerweiterung für Bürgerwehren. Schauen wir nach Polen. Im jüngsten Fall. Dort wurde vor kurzem das Verfassungsgericht entmachtet, indem man so viele Regeln aufgestellt hat, dass die im Grunde nicht mehr handlungsfähig sind. Es wurde kurz vor Weihnachten noch ein Gesetz durchgepeitscht, was die Medien unter staatliche Kontrolle bringen soll. Europa, also das Europa, was wir alle als erstrebenswert empfinden, wurde damit um Jahre zurückgeworfen. Zumindest im Fall von Polen hat die EU jetzt reagiert. Welche Konsequenzen das hat, ist unklar. Warum das im Falle von Ungarn nicht in dieser Form passiert ist, verstehe ich nicht. Vielleicht kann mich da jemand aufklären. Was hat das alles mit Überwachung zu tun? Autoritäre Staaten müssen überwachen. Es geht nur sekundär um den Schutz der Bürger vor Terrorismus. Es geht primär um den Schutz des autoritären Staates vor den Menschen. Alle Überwachungsmaßnahmen, die es heute gibt oder die heute installiert werden, mögliche zukünftige autoritäre Regierungen würden sie dankbar nutzen, um diejenigen zu verfolgen, die eine potenzielle Bedrohung ihrer Machtverhältnisse darstellen. In diesem Kontext, in Fernsehdokumentationen, ihr schaut wahrscheinlich alle mal gerne N24, wird oftmals über die gesellschaftlichen und psychologischen Auswirkungen von Überwachung durch die Stasi berichtet. Und man verkennt dabei, dass wir alle bereits in einem Ausmaß überwacht werden, wo gemessen an den technischen Möglichkeiten die Stasi wie ein jämmerlicher Amateurverein aussieht. Der Grund, warum Überwachung heute kaum jemand interessiert, sind die fehlenden Auswirkungen auf das eigene Leben. Zum Glück. Es wird nachts niemand abgeholt. Es verschwinden keine Kritiker spurlos. Ob das so bleibt? Erinnert sich irgendjemand aus die Schlange K. aus dem Dschungelbuch, wie sie versucht, Mowgli einzulullen? Die Überwacher sagen, aber wir sind doch die Guten. Wir machen das doch alles nur wegen der Terroristen. Ja, ich liebe doch alle Menschen, genau. Mag sein, aber das sagen sie alle. Und wer kann garantieren, dass es so bleibt? Ein Beispiel. Im Zusammenhang mit der Klausurtagung der CSU in Kreuth wurde bekannt, man erwäge, von Dienstbetreibern wie Twitter oder Facebook zu verlangen, Hassbotschaften zu filtern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag keine Hassbotschaften. Aber ich mag auch keine Zensur. Das, was die vorhaben, wäre Zensur. Durchzuführen von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Rechtsstaatliche Aufgaben, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen durchgeführt werden. Die im Zweifel lieber zu viel als zu wenig sperren. Unabhängige Kontrolle eher nicht. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an Zensursula und wer die damaligen Sperrmaßnahmen durchführen sollte. Jeder gesellschaftliche Fortschritt musste immer erkämpft werden. Dabei erleidet man Rückschläge. Das wissen wir Piraten leider sehr gut. Aber Freiheit und Gleichheit sind möglich. Auch Freiheit von Überwachung ist möglich. Und dafür brauchen wir die Piraten. Nicht nur in Deutschland, sondern als europäische Bewegung. Heute mehr als sonst oder früher oder überhaupt. Wir brauchen die Piraten aber auch als weltweite Bewegung, weil diese Tendenzen, die ich eben geschildert habe, gibt es weltweit. Gehen wir raus. Kämpfen wir für Freiheit und Demokratie und Gleichheit. Für eine gesellschaftliche Emanzipation, für Meinungsfreiheit und kämpfen wir für eine gerechte Gesellschaft. Seien wir wachsam, seien wir Piraten.